Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ziemlich voll und ziemlich müde, also nicht vom Alkohol, sondern von anderen Sachen. Also gutes Essen gehört zu Weihnachten. Und das ist nichts Schlechtes. Das ist das, was uns Katholiken eigentlich auszeichnet oder ausgezeichnet hat, immer, dass man echt fasten kann. Und wenn dann das Fest kommt, dann gibt's sowas wie Füllerei, ist aber keine, weil man feiert den Herrn, man feiert etwas Wichtiges. Und so ist es auch bei uns Franziskanern eine Tradition, dass man zu Weihnachten, zu Ostern, zu den hohen Feiertagen immer gut isst und es sich gut gehen lässt. Ich habe auch ein schönes Mittagsschläfchen heute gehabt. Mir geht's gut. Hoffentlich dir auch. Das steht sogar in unserer Regel geschrieben oder im Testament des heiligen Franziskus, aber da sind zwei Dinge, die bei uns zusammengehören. Die Regel ohne das Testament geht nicht und umgekehrt auch nicht. Und der Franziskus hat geschrieben, die Brüder sollen jeden Freitag im Jahr fasten. Jeden Freitag müssen wir fasten. Das ist die Verpflichtung, die wir auf uns nehmen. Also wir verzichten grundsätzlich aufs Fleisch. Es ist keine großartige Sache. Eine Ausnahme gibt es dabei. Wenn Weihnachten auf einen Freitag fällt, dann dürfen die Brüder nicht fasten. Und er hat geschrieben, sogar die Wände sollen, man soll so feiern, dass man die, als ob man die Wände mit Fett einschmieren würde. Das ist eine ziemlich ekelige Angelegenheit, aber das war die Vorstellung von Franziskus, das ist ein Fest, wie es sich gehört. Wo alles wirklich vom Fett trieft, das ganze Essen. Aber warum man das macht? Ja, weil Jesus geboren wurde. Und wir haben dieses tolle Evangelium gehört, das mit der Geburt Jesu nicht viel zu tun hat auf den ersten Blick. Und wenn ich jedes Jahr dieses Evangelium lesen darf oder hören darf zu Weihnachten, erinnere ich mich daran, wie mein Vater mir einmal gesagt hat, der auch dieses Evangelium mal gelesen hat und mir gesagt hat, das ist Kauderwelsch. Das ist unverständlich, was da steht. Das versteht kein Mensch, was Johannes der Evangelist da hineingeschrieben hat. Und mein Vater hat recht. Dieses Evangelium kann man nur verstehen, wenn man Jesus kennt. Wenn man ihn nicht kennt, dann ist es wirklich Kauderwelsch, was ich da gelesen habe. Es geht darum, auch bei den großen Festen sich dem Geheimnis zu nähern, was eigentlich hier gefeiert wird. Und eine Sache, die mir wieder aufgefallen ist in der ersten Lesung, das ist aus dem Alten Testament, aus dem Jesaja-Buch, das so geheimnisvoll ist, dass die Juden es bis heute nicht wirklich verstehen. Ich möchte keinem nahe treten, aber es ist so, weil es handelt von Jesus, dieses Buch, wie die ganze Bibel eigentlich. Und da steht es, wir haben es gehört, brecht in Jubel aus, jauchzt alle zusammen. Das ist noch verständlich, ne? Wenn man die frohe Botschaft hört, dass Gott zur Welt kommt und uns Menschen von der Last der Sünde erlöst. Aber was soll Gott loben? Ihr Trümmer Jerusalems. Sogar die Trümmer sollen Gott loben, weil er Mensch geworden ist. Das ist eins der großen Geheimnisse, das sehr vielen Menschen nicht zugänglich ist. Dass Gott einer von uns wird. Und wenn man sich mit Gott ein bisschen beschäftigt, und das mache ich auch seit ein paar Jahren, aber intensiv, dann erfährt man, wie klein wir eigentlich sind. Also ich erfahre das jeden Tag aufs Neue, an mir selber, an meinen Brüdern, wie klein wir sind. Wie eigentlich, wenn man sich mit Gott vergleicht, wie unbedeutend ich bin. Und andererseits, wie herrlich Gott ist. Ich habe das auch
einige Male im Gebet erfahren, die Größe Gottes, da möchte man sich echt in der hintersten Ecke verstecken, wenn man die Gegenwart Gottes auf diese Weise spürt. Er lässt sie auch anders spüren, durch also eine liebevolle Umarmung oder wie man das in Worte fassen kann. Aber ich habe das einige Male erfahren auf diese Art und Weise, dass ich mich nur verstecken wollte, weil ich wirklich eine Ahnung davon bekommen habe, wer Gott ist. Ich will nicht sagen, dass ich ihn verstehe oder dass ich irgendwas mehr weiß als du über Gott. Das stimmt nicht. Ich meine es ernst, es stimmt nicht, dass ich mehr weiß von Gott als du. Weil Gott so unendlich großartig ist, dass man ihn nie begreifen kann. Und wenn man diese Erfahrung der Größe Gottes macht, dann wird dieses Evangelium, das die Schüler des Johannes und Johannes selber geschrieben haben, ein bisschen einleuchtender. Er versucht in Worte zu fassen, was man in Worte nicht fassen kann, dass dieser unendliche, allmächtige Gott, der über alles und jedem steht, der so viel größer ist als du und ich und alles, was wir begreifen können, er ist einer wie wir geworden. Er ist ein kleines Kind geworden, das in die Windeln gemacht hat. So ist Gott geworden. Das ist unglaublich. Stell dir das vor, wie es für Maria gewesen sein muss, als sie es begriffen hat. Ich glaube nicht, dass sie es bei der Verkündigung, wie der Engel zu ihr gekommen ist, kapiert hat, worum es geht und wer eigentlich sein Kind, ihr Kind ist. Sie hat es nach und nach und nach verstanden. Und ich glaube, ganz verstanden hat sie erst am Kreuz bei der Auferstehung Jesu. Was für eine großartige Sache, dass Gott eine wie du wird, eine wie ich. Und Jesus hat alles gekannt. Den Geruch des Stahls, die Liebe seiner Mutter. Vielleicht musste er auch von Josef Prügel einstecken. Keine Ahnung, ich kann es mir gut vorstellen. Wahrscheinlich war er auch ungehorsam seinen Eltern gegenüber. Es ist schwer zu begreifen, wie Gott das auf die Reihe bringt, so groß zu sein und in seinem kleinen Kind zur Welt zu kommen, so unbedeutend, wie Jesus eigentlich ist. Also für mich und für dich, für die Christen, hat Jesus eine Bedeutung, aber für die ganze Welt, also wir wissen es besser, ne? Also ohne ihn wäre die Welt verloren. Das ist mein tiefster Glaube. Aber wenn man die Leute in der Welt fragt, welche Bedeutung hat Jesus für die Welt, wirst du meistens hören, wer ist Jesus oder gar keine. Weil die meisten ihn nicht kennen. Das nimmt Gott in Kauf. Und wie glücklich können wir uns schätzen, dass jeder von uns getauft ist und in diesem Glauben aufgewachsen ist, dass wir ihn kennen, obwohl jeder ein bisschen anders, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, auf die eigene Art und Weise. Das ist wirklich ein tiefes Geheimnis. Wenn man auf das kleine Kind in der Krippe schaut und versucht zu begreifen, wie Gott ist. Das ist auch das, was den heiligen Franziskus so bewegt hat im Herzen, dass er diese Krippenfeier in Greccio veranstaltet hat. Davon kommt dieser ganze Weihnachtswahnsinn eigentlich. Er hat eigentlich nichts Neues erfunden, aber er hat es so gemacht, dass es nachhaltig wurde, dass jeder das machen wollte dann im Weihnachtsgottesdienst. Und das machen wir auch immer mit der Kindermette und so weiter. Es ist alles von dort. So hat es Franziskus beeindruckt. Und mich beeindruckt es auch, dass Gott eine wie du, eine wie ich geworden ist. Und die einzige Erklärung, die für mich anzunehmen ist, dass Gott uns einfach liebt.
Das kann der einzige Grund sein, warum er Mensch geworden ist. Wirklich, es gibt keinen anderen. Gott ist Mensch geworden, weil er dich einfach liebt. Und das ist das Einzige, was von Bedeutung ist. Ich möchte deine Liebe zu deinen Mitmenschen nicht klein machen, aber dass Gott uns liebt, das ist das, was wirklich zählt. Weil das verändert alles für die, die ihn kennen. Und ich möchte dich zu etwas herausfordern und einladen. Das ist, was Papst Franziskus in den letzten Jahren, seit er im Amt ist, immer wieder predigt. Dass diese Botschaft, dass Gott einer ist, der uns bis zum Wahnsinn liebt, bis zum Verrücktwerden liebt er uns, dass diese Botschaft sich ausbreitet. Ich möchte dich einladen. Erzähle es jemanden, von dem du glaubst, der braucht diese Botschaft. Du musst ihn nicht bekehren, weil bekehren kann nur Gott. Aber vielleicht kannst du jemandem diese Botschaft erzählen, der niedergeschlagen ist, der niemanden hat oder alles verloren hat oder nichts mehr hofft, dass es da einen gibt, der ihn oder sie liebt. Weil diese Liebe Gottes verändert alles. Ich wünsche euch wirklich, dass ihr die Größe Gottes erfahren könnt, wie großartig er ist. Und damit jeder von uns auch versteht, seine Liebe, die diese Welt wirklich verändert hat, diese Liebe und diese Welt, ohne die diese Welt nicht bestehen würde. Ich will nicht überheblich klingen, aber mir tun Menschen leid, die Jesus nicht kennen. Mir tun sie wirklich leid, weil die Liebe Gottes ist einfach etwas Unglaubliches. Und ihn nicht zu kennen, das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was mir passieren könnte. Deswegen glaube ich, dass dieses Hinaustragen der Botschaft, dass er einer von uns geworden ist, dass er einer ist, der uns über alles liebt, das Wichtigste ist, was du und ich in unserem Leben tun können. Und auch wenn es bedeuten sollte, du sagst es deiner Frau oder deinem Mann oder deinen Kindern, wenn sie ein bisschen down sind, wenn sie ein bisschen niedergeschlagen sind, du musst nicht weit suchen. Aber diese Botschaft, dass Gott uns liebt, die kann wirklich alles verändern.